Wer sich schon mal mit dem Thema Skitourenausrüstung beschäftigt hat, ist jedenfalls schon mal über dieses eine Tourenskimodell gestolpert. Dieses eine Modell, das so lächerlich günstig wirkt im Vergleich zur Konkurrenz. Aber was taugt da eigentlich? Der K2 Wayback 88. Darum geht's heute. Stellen wir uns doch gleich zu Beginn erstmal dumm und wühlen uns durch die gewohnte Informationsschlacht des Herstellers. Schauen wir also mal zu K2 und lesen uns dort deren Meinung dazu durch, was der K2 Wayback 88 denn alles kann, darf und soll. K2 sagt, dass der Ski für alle und jeden ein riesiger Spaß ist und es gibt nichts, was er nicht kann. Das ist erstaunlich effizient formuliert für einen Tourenski. Aber auf der anderen Seite ist das auch wirklich zu einfach gedacht, oder? Deshalb schauen wir uns die Daten mal in aller Kürze an. Wobei ich gleich erwähnen möchte, dass Daten und Zahlen bei einem Ski eher zweitrangig sind, weil es letztlich darauf ankommt, was er im Gelände und eventuell auch auf der Piste so leisten kann. Beim Gewicht kommt er so auf 2,4 bis 2,6 Kilogramm je nach Größe. Damit liegt er für einen 88er Mittelbreite tendenziell im Mittelfeld, aber gehört doch schon insgesamt zu den leichteren Tourenskimodellen. Die Leichtigkeit des Wayback 88 lässt sich relativ gut auch an der Teilierung festmachen. Während ein Konkurrenzmodell wie beispielsweise von Hagan mit bis zu 130 mm vorne und 120 hinten aufwarten kann, sieht der K2 dagegen fast aus wie ein Zahnstocher. Denn mit 120 vorn und 109 hinten ist er eher einheitlich gebaut, wenngleich natürlich auch einige direkte Konkurrenten von Scott oder Fischer einen ähnlichen Aufbau setzen. Letztlich soll der Ski damit breit genug für den Tiefschnee und trotzdem nicht klobig und schwer sein. Verfügbar ist der K2 Wayback 88 übrigens in den Größen 160, 167, 74 und 181. Wobei man hier erwähnen muss, dass sich die Längen jedes Jahr minimal verändern und das ist auch schon ein wichtiges Stichwort beim Wayback. Denn wenngleich K2 auch hier wieder nicht die einzige Firma ist, jedes Jahr gibt es diesen K2 Wayback 88 in einem neuen Kostüm, mit einer neuen Teilierung und auch minimal einem neuen Gewicht. Im Großen und Ganzen ändert sich am Ski selber aber dankbarerweise nur relativ wenig. Wichtig ist nur, dass man eben immer auf die Saison des Waybacks achten sollte, wenn man sich einen neuen Ski zulegt. Denn ja, auch die Modelle aus den Vorjahren werden aktuell immer noch im Handel verkauft und das teilweise zu etwas niedrigeren Preisen. Mit 88 mm Mittelbreite und der bereits geklärten Teilierung ist er grundsätzlich tatsächlich der Allrounder, den K2 angibt mit dem Wayback erschaffen zu haben. Schmäler wäre für tieferen Schnee sehr schwierig, breiter wäre für den ein oder anderen Pistenkilometer überflüssig. Über die Performance des K2 Waybacks auf der Piste und im Gelände bei normalen Bedingungen und auch schwierigen Bedingungen möchte ich euch aber jetzt vor allem im Meinungsteil zum K2 Wayback 88 noch was erzählen. Auf geht's zum Techniktisch. Verlieren wir keine Zeit und beschäftigen uns zuerst mit dem wahrscheinlich subjektivsten Teil des K2 Wayback 88. Es handelt sich dabei natürlich um das Design und die Optik und was der Ski hermacht und vor allen Dingen auch ein bisschen die Haptik, wie er sich anfühlt und so weiter. Grundsätzlich gebe ich zu, ich finde den Ski hässlich. Also ich finde ihn brutal hässlich, weil es ist dieses giftige Grün, es ist dieses stachelige Grün, man kennt das von K2, die haben oftmals so weirde Farbkombinationen auch. Man hat auf der einen Seite so ein bisschen dezenteres Waldgrün und dann hat man hier wieder dieses extrem grelle, das Logo wurde irgendwie schlecht gemacht. Mir gefällt auch das K2 Logo nicht, aber das ist alles wahnsinnig subjektiv. Ich finde, da kann man drüber streiten und ja, meins ist es halt nicht. Reden wir nochmal, und das ist eigentlich das wichtigste Thema, über die Performance. Wenn ich mit diesem Ski unterwegs bin, dann weiß ich, dass ich irgendwie so einen richtigen Alleskönner kriege, der aber alles nur so lala kann. Denn auf der Piste fährt er sich leider klobig. Man merkt ihm zum Beispiel den extrem hohen Radius an. 20 Meter, das ist nicht gut. Für einen 88 mm Ski in einer 1,74er Größe ist das einfach nicht gut. Aber andererseits muss man sagen, gut, man kann das ganz gut umgehen. Ich möchte hier nochmal kurz noch den Nachteil von einem Radius, der so eklatant hoch ist, eingehen. 20 Meter Radius, 19 Meter Radius, 18 Meter Radius, das bedeutet unterm Strich, wirklich enge Passagen mit Kurven zu fahren, ist einfach wahnsinnig anstrengend, beziehungsweise gerade wenn es langsam ist und der Schnee ist tief etc.,
Und dann hat man noch so einen hohen Radius, dann wird das Ganze sehr behäbig und man muss öfter mal springen, um wirklich vernünftig und kurze, kleine Radien fahren zu können. Und das hat halt dann mit Fahren weniger zu tun als mit Springen. Auf der Piste merkt man das natürlich auch. Also das Ding geht um die Kurve. Ja, es dauert halt, bis das. Also, na, es dauert halt alles ein bisschen. Und er ist halt behäbig und er bewegt sich nicht so wahnsinnig grazil, er hat nicht so eine schöne Kurvenperformance, er braucht ein bisschen mehr Liebe, wenn man eine Kurve einleiten will, und er braucht ein bisschen mehr Liebe, wenn man aus der Kurve wieder rausfährt, und ja, man könnte auch sagen Kraft, aber gut. Jedenfalls, das kann er halt also nicht so gut, die Performance mit dem Radius. Da gibt es Ski von Kestle beispielsweise mit 12 Meter Radius, die sind unschlagbar und die, ja gut, die treten dem natürlich den Rang ab, was das betrifft. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist wahnsinnig laufstabil und laufruhig. Also wenn man da wirklich auch im schlechteren Schnee, aber auch im Tiefschnee, im Pulverschnee, im Neuschnee, wo man ja doch sehr viel Bewegung haben könnte, wenn man da richtig Gas gibt und auch auf der Piste, wo natürlich die hohen Geschwindigkeiten und die Laufruhe am meisten zur Geltung kommt, ja, da ist der Ski relativ gut, muss man sagen. Also man fährt den bis zu enorm hohen Geschwindigkeiten sehr, sehr ruhig und sehr, sehr stabil. Man hat nie das Gefühl, ja, der fängt schnell an zu flattern oder der wirkt sehr unruhig. Natürlich, mit einem Pistenski verglichen, ist er schnell mal unruhig, aber verglichen mit den Kestler-Skien zum Beispiel oder mit anderen, ja, auch mit anderen Modellen von K2, aber auch von Völkl, das ist deutlich, deutlich ruhiger, als man das eigentlich von einem Tourenski, vor allen Dingen in der Gewichtsklasse, kennt. Insofern für Piste, aber auch für harten Firn etc., überall, wo man noch mal Gas geben kann, wenn man weiß, oh, da hinten kommt ein langer Runout, da kommt ein langes Flachstück, da gibt man einfach mal Gas. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen mit dem Ski. Das kann er richtig gut und das mag er, und das ist sehr positiv. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er eigentlich verglichen mit anderen Tourenski doch mehr so wie der Zahnstocher daherkommt. Also Schaufel vorne ist zwar breiter, selbstverständlich, als die Mittelbreite, aber jetzt nicht massiv. Also das Verhältnis ist bei anderen Tourenskien doch deutlicher erkennbar. Aber gleichzeitig fährt er sich auch bei tiefem Schnee sehr, sehr angenehm. Also man hat nicht das Gefühl, dass man relativ tief drin liegt mit dem Ding und dann wie auf Schienen fährt, sondern man hat immer noch ein sehr wohliges Gefühl von Auftrieb. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Gepaart mit dieser Laufruhe kann es aber auch dazu führen, dass man vielleicht gerade als jemand, der mit dem Tourenskifahren gerade anfängt, vielleicht etwas überfordert ist, weil er sich dann doch nicht sehr gut lenkt, aber sehr, sehr schönen Auftrieb hat. Und diese Kombination wirkt manchmal, oder ich kann das zumindest nachvollziehen, wirkt manchmal etwas beunruhigend, gerade in Steilstücken etc. Ich kenne das, als ich mit dem angefangen habe. Das ist schon ungewöhnlich. Das ist ein ungewöhnlicher Ski. Aber gleichzeitig ist er eben der beste Allrounder. Dieses typische schlechte Pistenfeeling von Tourenski, das hat er nicht. Er hat auch nicht diese unglaublich schlechten Eigenschaften von einem 88er Mittelbreite-Ski. Er kommt eher wie so ein 90-92 mm Mittelbreite-Ski daher, gerade vom Fahrgefühl her. Und das alles macht ihn zu einem ungewöhnlichen Allrounder, und man muss halt wissen, dass man dafür auch wirklich, wirklich wenig Geld bezahlt hat. Wenn man das jetzt in Relation eben setzt zu den Leistungen, aber auf der anderen Seite eben diesen wirklich geringen Preis betrachtet, ist das ein sehr, sehr guter Ski. Trotzdem, und das ist jetzt meine große subjektive Einschätzung: wenn man ein Einsteiger ist, ist es wahrscheinlich nicht der beste Ski. Auch wenn er sehr günstig ist. Der günstige Preis hat natürlich den großen Vorteil, dass man günstig ins Thema Skitouren einsteigen kann, aber man wird mit dem wahrscheinlich am Anfang Probleme haben. Also vielleicht nicht unbedingt Probleme, aber zumindest man wird sich irgendwie unwohl fühlen und man wird irgendwie das Gefühl haben, das fährt sich nicht gut und so weiter. Deswegen, wenn ihr gute Skifahrer seid, auch im Gelände vor allem die gute Skifahrer seid, dann könnt ihr mit diesem Teil nichts falsch machen. Er ist ein günstiger, sehr, sehr günstiger Allrounder, der überall hin mitgenommen werden kann, der sich nirgends wie ein 1A-Ski fährt, weder im Steilen noch im Tiefschnee noch bei schwierigen Bedingungen. Gerade bei schwierigen Bedingungen wird er noch schwieriger, also so richtig ekelhafter Harsch und so. Das mag er halt gar nicht. Das merkt man ihm einfach an, das fährt sich einfach nicht schön. Aber wenn man einen Allrounder sucht, den man auf die Piste mitnehmen will, den man in den Tiefschnee mitnehmen will, den man vielleicht auch bei schlechten Bedingungen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Stein unter der Schneedecke fahren will,
dann ist das ein guter Ski, weil er kostet nicht so extrem viel Geld. Es tut nicht so unfassbar weh, wenn er vielleicht den ein oder anderen Kratzer im Belag hat. Und gleichzeitig begleitet er ihn aber einfach in allen Situationen relativ gut. Jetzt ist halt die Frage, was will man denn haben? Wenn man sagt, man ist immer nur im Tiefschnee unterwegs, dann würde ich tendenziell nicht zu diesem Ski raten. Wenn man sagt, man ist immer nur auf der Piste unterwegs, dann würde ich, also auch im Aufstieg, dann würde ich nicht zu diesem Ski raten. Wenn man aber sagt, man will alles irgendwie machen, dann ist es dieser Ski. Weil die Konkurrenz von Hagan Völkel und auch die breiteren und etwas teureren Modelle von K2, die sind teilweise deutlich eher auf den Tiefschnee, deutlich eher aufs Gelände ausgelegt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Dynafit-Fraktion, die ist deutlich mehr auf Aufstieg, auf der Piste orientiert und so weiter. Und das ist halt einfach der, der alles können soll. Und ich glaube, dass er das ganz gut hinkriegt, gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Insofern keine Kaufempfehlung für Leute, die sich spezialisieren wollen, aber jedenfalls eine Kaufempfehlung für alle, die sagen, ich möchte alles machen. Ich bin am Montag auf der Piste hoch unterwegs, ich bin am Dienstag Freeriden, ich bin am Mittwoch eine lange ausgedehnte Skitour mit wechselhaften Bedingungen und am Donnerstag ist schon wieder so warm, da fahre ich wahrscheinlich über 20 Steine drüber und möchte trotzdem nicht insolvent gehen. Dann ist es wahrscheinlich der beste Ski. Schauen wir uns jetzt noch den Preis an, bevor wir zu einem Fazit kommen. Preislich gesehen ist der K2 Wayback 88 vermutlich der günstigste Tourenski in dieser Qualität. Natürlich gibt es spezialisiertere oder noch allroundigere Ski, aber die kosten dann vielleicht auch das Doppelte. Denn der K2 Wayback 88 wird in der Regel nicht für das verkauft, was auf dem Papier steht. Rund 550 Euro gilt es laut UVP für den Ski hinzulegen, doch Tatsache ist, dass er in der Regel für 350 bis 400 verkauft wird, was schon ein echter Preisschlager ist. Die etwas älteren Modelle kriegt man in den Restposten-Sales teilweise sogar um 250 Euro neu. Das sind preisliche Ansagen, mit denen kaum jemand mithalten kann, wenngleich man sagen muss, dass die jährliche Neuauflage natürlich auch ein System hat. Man kann über Jahre die immer gleichen Ski releasen, aber immer Inflation und eine höhere Marge draufschlagen. Der K2 Wayback startete einst sogar noch günstiger als er heute ist, sodass er unter anderem deshalb auch zum Verkaufsschlager wurde. Doch unterm Strich zählt der heutige Preis und der liegt in der Regel bei rund 350 Euro für den Ski ohne Bindung. Das ist eine ziemliche Kampfansage, wenn man ihn in Relation zur Performance setzt. Und damit kommen wir zum Fazit. Der Wayback 88 ist ein Allrounder. Er kann alles, aber perfekt kann er gar nichts. Ja, er fährt sich auf der Piste, aber vergleichbar mit Konkurrenten oder gar einem Alpinski ist er nicht wirklich. Ja, er fährt im Harsch, aber die Drehfreudigkeit hält sich in Grenzen. Der 88er Wayback braucht also durchaus einen guten Skifahrer oder zumindest einen geduldigen und motivierten Anfänger, der bereit ist, die ersten Schritte zur Gewöhnung mit diesem Modell vielleicht auf der Piste zu machen. Für Fortgeschrittene ist er aber ein gesegneter Alleskönner. Bleibt die Frage, was will man? Die eierlegende Wollmilchsau, die aber irgendwie nirgends das High-End-Level erreicht? Oder einen Spezialisten? Das müsst natürlich letztlich ihr für euch entscheiden, aber klar ist, bei dem Preis und dieser Leistung ist es unterm Strich ein sehr, sehr guter Ski. Wenn euch dieses Review gefallen hat, gebt dem Video bitte da unten einen Daumen hoch, das unterstützt mich sehr. Und was mich ebenfalls unterstützt, das ist ein kleiner Kaffee, auf den man mich hier unter diesem Link hier einladen kann, damit ich das kostenlose Projekt Alpenacademy auch weiter finanzieren kann. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und bergheil!